Am 10. Juni, einen Tag vor seinem 40. Geburtstag, hat der Erbprinz Alois das neue Verlagshaus von der Liechtensteiner Volksblatt AG in Schaan zum ersten Mal besucht. Anlass von seinem Besuch war ein TV-Interviewtermin mit Volksblatt Online. Kurz nach der 10 Uhr am Morgen hat er sein Audi in der Tiefgarage parkiert. Dort ist er vom Geschäftsführer in Empfang genommen worden. Vor dem TV-Auftritt hat der Erbprinz die neuen Räumlichkeiten besichtigt und alle Mitarbeiter, die da gewesen sind, herzlich begrüßt. Ein besonderes Augenmerk hat er auf das Archiv der ältesten Liechtensteiner Landeszeitung geworfen. Das Volksblatt gibt es bereits seit 1878, hat also 130 Jahre auf dem Buckel. Volksblatt-Abonnenten können bereits heute Artikel von den letzten 13 Jahren im Online-Archiv finden und schon bald sollen alle Ausgaben hier auf www.volksblatt.li abrufbar sein. Weitergegangen ist es in die Verkaufs- und Marketingabteilung, dem Profizenter, der täglich die Marke Volksblatt in Liechtenstein, der Schweiz und Österreich verkaufen tut. Als promovierter Ökonom hat sich der Erbprinz für den finanziellen Teil besonders interessiert. Dann ist es ins Online-TV-Studio gegangen, nochmal einen Schluck Wasser, ein kurzes Gesichtspeeling und schon bald sind die Kameras angegangen. Kurz vor der 11:30 ist der Erbprinz wieder in sein Audi gestiegen und zurück auf Schloss Vaduz gefahren. Wir bedanken uns ganz herzlich für den Besuch.